Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, laut dem letzten Monitoringbericht leben in Sachsen-Anhalt 150 Wölfe in 22 Rudeln plus 6 Rudel, die zeitweise aus anderen Bundesländern bei uns aktiv sind. Damit ist der Bestand erneut um 11 Wölfe und 2 Territorien in der Fläche gewachsen. Die Übergriffe auf Nutztiere sollen allerdings im Jahre 1920 von 95 auf 62 im letzten Monitoringjahr gesunken sein. Diese Zahlen werden jetzt als Herdenschutzerfolg gewertet. Das letzte Fachgespräch im Landwirtschaftsausschuss hat aber ganz klar gezeigt, dass viele Nutztierhalter Übergriffe nicht mehr melden oder die Nutztierhaltung einfach aufgeben. Somit Betriebe und Bestände der Weidetierhaltung weiter abnehmen. Beim Wild wissen wir das nicht ganz genau, das hängt mit der Jagdstrecke des Jahres zusammen. Fakt ist aber eins, der Wolf breitet sich in der Fläche weiter aus. Es besteht also kein Zweifel, dass der Wettbewerb zwischen Wölfen und Weidetierhaltern mit immer höheren und stabileren Zaunwänden bereits jegliches Maß verloren hat. Auch der Einsatz von Herdenschutzhunden ist nicht das Mittel zum Zweck, denn sie sind anspruchsvoll im Handling und erfordern ein hohes Maß an Fachkenntnis. Es wird also weiterhin Übergriffe von Wölfen geben. Die Gretchenfrage hier wird allerdings sein, wie viele wollen wir in welchem Umfang zulassen. Dabei geht es hier nicht nur um Steuermittel, sondern es geht hier auch um Tierschutz. Denn das Reißen eines Nutztiers durch einen Wolf stellt im Sinne des Tierschutzgesetzes keinen Sinn dar. Soweit die einfachere Begründung, warum unsere Fraktion nun mittlerweile zum dritten Mal den Antrag stellt, den Wolf in das Jagdrecht aufzunehmen. In Sachsen ist das ja bereits passiert, in Niedersachsen eben beschlossen. Dieser Schritt wird nun auch in Sachsen-Anhalt nötig sein, um wieder auf ein vernünftiges Maß mit dem Wolf zurückzufinden. Dabei ist ganz wichtig, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass der hohe Schutzstatus des Wolfs dadurch überhaupt nicht beeinträchtigt wird. Der Wolf bleibt in Deutschland und Europa eines der strengst geschützten Arten. Es muss allerdings möglich sein, den präventiven Herdenschutz auch durch praktisch zu unterstützen, indem Wölfe, die diesen eben immer wieder überwinden, auch geschossen werden dürfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit sind die Jäger nun mal die besten geeignetste Gruppe, denn sie kennen die Reviere und die darin lebenden Wölfe. Es erübrigt sich also die Frage, spezielle Ingenieurbüros dafür zu beauftragen, wie von der letzten grünen Umweltministerin gefordert. Die Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht ist vorerst eine vorbereitende und perspektivische Maßnahme auf sich vielleicht gegebenenfalls ändernde rechtliche Rahmenbedingungen auf Bundesebene. Es ist zudem eine Tierschutzmaßnahme, denn verunfallte Wölfe leiden doch genauso wie jedes andere Wildtier bei einem Unfall. Und wer ist denn per se am schnellsten vor Ort? Der Jäger und die Polizei. Mit Spannung wird nun auch die Auswertung des niedersächsischen Gutachtens zur vertretbaren Grenze des Wolfsbestandes erwartet. Hier können sich bald auf Bundesebene neue Sichtweisen ergeben. Die Dynamik des Bestandszuwachses, die ungebremst weiterläuft und damit die Wölfe immer mehr Territorien besiedeln, kann man sich vor dieser Frage nicht dauerhaft verwehren. Die naive Vorstellung der ehemaligen Umweltministerin, dass Jungwölfe einfach abwandern und neue Territorien besiedeln, ist einfach absurd. Dass diese Entwicklung für viele von uns im Verborgenen geblieben sind, liegt auch an der verfehlten Wolfspolitik der letzten Legislaturperiode. Denn die Daten werden meist zu spät veröffentlicht und wir rennen dieser Entwicklung dann meistens hinterher. Das Wolfskompetenzzentrum ist jedoch dabei nur der Datenlieferant. Die kompetente Auswertung muss und bleibt beim Ministerium und beim Land für Umweltschutz. Entschuldigung. Das führt uns auch zur nächsten Legende, nämlich dass Schäden vollumfänglich und unbürokratisch erstattet werden. Das Gegenteil ist der Fall, wie die kleine Anfrage meines Kollegen Hannes Loth bereits eindeutig gezeigt hat. Schauen wir uns doch mal die Schäden 2021 grob an. 69 veröffentlichte Wolfsübergriffe gab es, davon wurden 30 Anträge gestellt, 10 davon in Höhe von 9.200 Euro und die 20 etwas niedriger angesiedelten wurden einfach abgelehnt. Übrig blieben dann 20 Anträge im Umfang von 39.800 Euro, von denen wurden dann ganze 3 ohne Abzüge bewilligt. 17 davon wurden dann runtergerechnet auf 61,22 genau. Somit wurden nur 61% der gerissenen Nutztiere entschädigt. Vermisste Tiere, Tiere, die an den Spätfolgen verendet sind, Leistungseinbußen hatten, Wachstumsdepressionen, die jeder Tierhalter an seinen Bestandsbüchern nachweisen muss, blieben von der Entschädigung völlig unberührt. Wer also nicht zu den 3 Glücklichen dieses Jahres
sich zählen konnte, dass seine Forderungen vollumfänglich beglichen wurden, wartet zum Teil also heute noch auf sein Geld. Diese Zustände, werte Damen und Herren des Hauses, sind ebenfalls ein Ausdruck dafür für die völlig verfehlte Wolfspolitik der letzten Landesregierung. Es wäre also erfreulich, wenn Herr Minister Schulze sich der Problematik noch mal annehmen könnte, Vorschläge unterbreiten könnte, wie die Rissbegutachtung und die Schadenserstattung deutlich fairer und realitätsnah ausgezahlt werden kann. Denn wenn der Wolf sich mit zunehmender Anzahl als Bestandteil unserer heimischen Fauna entwickeln soll und wenn die Gesellschaft auch bereit ist, dafür Geld zu bezahlen, dann muss dieses Geld auch unbürokratisch bei den Antragstellern ankommen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.